Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation hier auf tv.de. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer weiteren Folge, in der wir die Geschichte der Reformation und das Leben der Reformatoren ganz besonders genau unter die Lupe nehmen wollen. Heute wollen wir beginnen, das Jahr 1519 zu erforschen. Doch bevor wir damit anfangen, möchten wir auch heute mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Gelegenheit, zurückschauen zu können und aus dem Leben von vielen Reformatoren sehr viel Wertvolles lernen zu können. Wir möchten dich bitten, dass du uns heute hilfst, ähm, Dinge zu entdecken, die für unser praktisches Glaubensleben von Bedeutung sind und dass wir erkennen, wie du die Reformation geführt hast, damit wir auch deine Hand in unserem Leben in unserer Zeit erkennen können. Im Namen Jesu. Amen. Teil 29. Januar bis März 1519 Zwingli in Zürich. Es war der 1. Januar 1519 und es war der Geburtstag von Ulrich Zwingli. An jenem Samstag wurde er 35 Jahre alt und dieser erste Januar, dieser Samstag wurde zu einem Meilenstein, einem Wendepunkt der Reformationsgeschichte. An diesem, seinem 35. Geburtstag, betrat Zwingli zum ersten Mal das Pult, die Kanzel in der Kathedrale von Zürich. Es war der erste Arbeitstag an seiner neuen Wirkungsstätte in dieser Stadt von ungefähr 7000. Einwohnern. Und als er dort seine erste Predigt hielt, seine erste Ansprache, wird er wahrscheinlich noch einmal darüber nachgedacht haben, was in den vergangenen Wochen und Tagen alles um seine Person passiert war. Eine kleine Minderheit in Zürich, die allerdings sehr lautstark gewesen ist, hatte seine Berufung zu verhindern gesucht. Man hatte verschiedene Gerüchte in die Welt gesetzt, dass er zu lax sei in seiner Lebensführung, dass er sich zu sehr der Musik hingebe und deswegen nicht geeignet sei als Prediger in Zürich. Und äh, wie wir gesehen haben, gab es ja auch in seinem Lebenswandel in der Vergangenheit den einen oder anderen dunklen Flecken. Doch seine Freunde hatten sich für ihn eingesetzt und versichert, dass er genau der richtige Mann zur richtigen Zeit sei. Und Zwingli hatte in den Jahren zuvor ja wirklich eine tiefe Liebe für die Bibel und für das Evangelium entwickelt. Und obwohl seine ehemaligen Freunde aus Glarus, wo er viele Jahre lang als Pfarrer äh, gedient hatte, ihn auch gerne äh, gesehen hätten dort wieder in Glarus, hat er sich ganz dagegen entschieden. Er wollte nach Zürich und er glaubte ganz fest, dass Gott dort eine besondere Aufgabe für ihn hatte. Die Konflikte waren vorprogrammiert und so schrieb ihm sein Freund Glarian aus Paris: Ich sehe voraus, dass deine Bildung großen Hass hervorrufen wird, aber sei guten Mutes und wie Herkules wirst du die Monster besiegen. Zwingli war am 27. Dezember schon in Zürich angekommen und hatte sich zunächst einmal mit den leitenden Klerikern des Ortes getroffen und die wollten ihm zunächst einmal seine Arbeitsbeschreibung deutlich machen. Sie sagten zu ihm, du musst nicht versäumen, für die Einkünfte des Domkapitels zu sorgen und auch das Geringste nicht verachten. Ermahne die Gläubigen von der Kanzel und dem Beichtstuhle, alle Abgaben und Zehnten zu entrichten und durch Gaben ihre Anhänglichkeit an die Kirche zu bewähren. Auch die Einkünfte von Kranken, von Opfern und jeder anderen kirchlichen Handlung musst du zu mehren suchen. Auch gehört zu deinen Pflichten die Verwaltung des Sakramentes, die Predigt und die Seelsorge. In mancher Hinsicht, besonders in der Predigt, kannst du dich durch einen Vikar ersetzen lassen. Die Sakramente brauchst du nur den Vornehmen, wenn sie dich fordern zu reichen. Du darfst es sonst ohne Unterschied der Person nicht tun. Mit anderen Worten, Zwingli, deine Hauptaufgabe ist es, Geld einzutreiben für die Kirche. Das Predigen und das Austeilen der Sakramente, das kannst du auch anderen überlassen. Insbesondere die Predigt ist relativ unwichtig. Nun, das war genau das Gegenteil von dem, was Zwingli sich vorstellte. Und er hörte sich das ganz ruhig an, was ihm so seine äh, Vorgesetzten äh, dort erzählten. Und dann antwortete er, dass er einen anderen Plan habe, wie er wirken würde. Und er sagt hier von der Geschichte Christi des Erlösers, wie sie der Evangelist Matthäus beschrieben hat, sei wohl schon der Titel länger bekannt, aber deren Vortrefflichkeit sei schon lange Zeit nicht ohne Verlust des göttlichen Ruhmes unter Seelen geboren geblieben. Dasselbe sein nicht nach menschlichem Gutdünken zu erklären, sondern im Sinne des Geistes mit sorgfältigem Vergleich und innigem Gebet. Er sagt, ich werde das Matthäusevangelium Schritt für Schritt von Anfang an, Kapitel für Kapitel, Geschichte für Kapitel einfach auslegen. Das traf auf äh, großes Entsetzen. Selbst diejenigen, die sich für ihn eingesetzt hatten, waren überrascht, denn so etwas hatte es schon seit Jahrhunderten nicht mehr gegeben. Seit der Zeit von Karl dem Großen wurde in allen. Kirchen immer nur dieses, das kleine Stückchen Evangelium vorgelesen, was für diesen Tag gerade ausgewählt war. Aber so durch ganze Bibelbücher durchzupredigen, das war völlig neu. Und man hielt es für eine ganz neuartige Sache. Aber Zwingli sagte seinen Vorgesetzten, das ist überhaupt nicht neu. Schon die alten Kirchenväter haben über ganze Bibelbücher gepredigt. Und ich werde das ebenso tun. Und so hat er am 1. Januar an diesem Samstag angekündigt, ab dem nächsten Sonntag, also ab dem 2. Januar, mit einer Predigtserie über das Buch Matthäus zu beginnen. Und genau das tat er dann auch. Am nächsten Tag. Und äh, er sprach über das erste Kapitel in Matthäus. Das beginnt mit den Worten Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrams. Und er begann äh, über die, das, die Vorfahren Jesu im Alten Testament zu predigen. Und Schritt für Schritt arbeitete er sich nun durch dieses Buch hindurch, das so wunderbare Verheißungen und Geschichten enthält, wie Jesus, der den Satan in der Wüste besiegt, mit jeder wunderbaren Verheißung. Er aber sprach und er antwortete und sprach, steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das hätte durchaus auch das Motto für die Predigtserie von Zwingli sein können. Er wollte jeden Teil der Bibel, jeden Teil des Evangeliums nach und nach erklären. Und jeder, der kam, sowohl die Vornehmen, die Gebildeten als auch die einfachen Menschen, verstanden das Wort Gottes so, wie es die Evangelisten aufgeschrieben hatten. Die Worte Jesu aus der Bergpredigt, zum Beispiel die berühmten Worte hier aus Matthäus 5, Vers 3 und 4. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden und so weiter. Diese Worte erschlossen sich ganz neu der Bevölkerung von Zürich und viele, sagen, viele Menschen kamen zu seinen Predigten immer mehr und es entstand eine regelrechte Erweckung. Viele waren begeistert, sie hatten das Evangelium noch nie so gehört. Und Zwingli erlebte genau das, was er sich vorgenommen hatte, was er sich gewünscht hatte, dass das Wort Gottes mit Vollmacht sich in der Gesellschaft Bahn bricht. Eine Reformation, die schon in Einsiedeln sich angekündigt hatte, aber die jetzt in dieser bedeutenden Stadt Zürich volle Fahrt aufnahm und äh, sich entwickelte. Auch Einsiedeln blieb nicht ohne Zeuge für das Evangelium. Der Freund von Zwingli, Leo Jud, den er noch aus alten Studienzeiten in Basel kannte, der kam jetzt als sein Nachfolger nach Einsiedeln, wo er Zwingli drei Jahre gewesen war. Leo Jud war eigentlich ein Elsässer und auch er war interessiert an der Reform. Und äh, hat sich in Einzelnen sehr positiv hervorgetan. Eines seiner Projekte war eine eigene Übersetzung der Bibel. Auch ansonsten ist in diesen Jahren sehr produktiv gewesen. Am selben Samstag, dem 1. Januar, bekam Luther einen Brief von seinem Freund Christoph Scheuer aus Nürnberg. Der ja äh, in den vergangenen Monaten sehr intensiv auch mit Luther im Kontakt stand und der auch für die Verbreitung der 95 Thesen mitverantwortlich zeichnete. Und Scheuel machte sich Gedanken, dass diese Auseinandersetzung mit dem Papsttum, äh, insbesondere mit dem vom Papst beauftragten Gutachter, außer Kontrolle geraten könnte. Und so gab er folgenden interessanten Ratschlag an Luther. Ich möchte, dass du zum Hafen einlieferst. Mit anderen Worten, hör auf zu kämpfen. Vom Ablass fing das Gerede an. Jetzt ist die gehässige Disputation von der Gewalt des Papstes. Die Richter sind verdächtig, also mit anderen Worten, und nicht unparteiisch. Wer aufschiebt, hebt nicht auf. Es ist genug in Gefahr gesetzt worden. Glaube mir, in kurzem wird eine andere und bequemere Zeit sein, diese Dinge zu besprechen. Also Scheuerl, red dem Luther, hör auf mit der Kontroverse, gib dich zufrieden und in einem späteren Zeitpunkt kannst du ja weitermachen, wo du jetzt aufgehört hast. Also Scheuerl, wie auch vorher schon Capito, red zur Mäßigung, red eigentlich im Grunde genommen, den Konflikt zu beenden und das sicherlich ein wohlgemeinter Rat, aber völlig zur Unzeit. Denn Gott war gerade dabei, die Reformation erst wirklich in Gang zu bekommen. Am 4. Januar reiste Luther nach Altenburg. Dort wohnte Spalatin. Und im Hause Spalatins sollte es jetzt ein Treffen geben mit dem Kammerjunker Miltitz, der ja als äh, Gesandter des Papsttums in äh, Sachsen unterwegs war. Am 5. Januar schrieb äh, Philipp Melanchthon einen Brief an Erasmus von Rotterdam. Und äh, der Grund war, äh, Philipp hatte in einer seiner Vorlesungen sich kritisch über die ähm, Paraphrase des, äh, des Römerbriefes von äh, Erasmus äh, geäußert und jemand von den Studenten hatte das an Erasmus weitergeleitet erasmus ist äh, zwar ein sehr weiser mann gewesen allerdings auch sehr leicht äh, verletzbar und äh, so versuchte äh, melanchthon dem sehr viel älteren ge geliebten humanistenfürst wieder ein bisschen honig um den mund zu schmieren und sagen er habe sehr viel von erasmus gelernt und ihm viel zu verdanken und er wollte ihn keinesfalls verletzen und interessanterweise erwähnt der Melanchthon auch den Luther, der sich empfehlen lässt. Wie gesagt, Erasmus war äußerst sensibel und äh, Melanchthon wollte unter keinen Umständen hier ähm, eine neue Front aufmachen. Am 5. und 6. Januar kam es dann zu der Verhandlung im Hause von Spalatin zwischen Luther und Karl von Miltitz, auch Fabian von Feilitz, einer der Räte des Kurfürsten, ist anwesend gewesen. Und Miltitz hatte geglaubt, dass Luther ein alter Professor sei und äh, war ganz überrascht, dass er doch äh, nur ein wenig älter war als äh, Miltitz selber, also relativ jung noch. Und äh, es geht dann um den Ablass hin und her und äh, Miltitz sagt zwar, Luther sei ein Verführer. Aber auch Tetzel und Albrecht von Brandenburg hätten eine Schuld. Und äh, so ging das so ein bisschen hin und her. Miltitz versucht ein bisschen zu vermitteln. Die Hauptfrage wird aber schnell die Papstfrage. Luther bietet seines, seinerseits an, sich äh, zu entschuldigen beim Papst für seinen doch etwas hitzigen Ton, der beim Luther immer wieder schnell aufkam. Und er macht auch. Äh, Deutlich, er werde öffentlich zum Gehorsam gegenüber Rom aufrufen, hat das versprochen. Und schließlich habe er die ganze Zeit ja eigentlich für die römische Kirche gekämpft. Das war ja sein durchaus ehrliches Ansinn. Wie auch in Augsburg bietet er erneut an, dass er ab sofort schweigen möchte, wenn die Gegenseite auch schweigt. Und er erneut wird vorgeschlagen von Feilitsch, dass man die ganze Rechtssache überträgt, äh, möglicherweise an den Salzburger Bischof, den Erzbischof Matthäus. Trotz alledem... Schließt Martin Luther nach der gegenwärtigen Sachlage einen Widerruf aus? Und er hatte bereits einen Brief an den Papst verfasst, der allerdings nicht abgeschickt worden ist. Nachdem die Verhandlung vorbei ist, hat man den Stand erreicht, dass beide Seiten die Ablasskontroverse nicht weiter erörtern wollen. Und Miltitz sagt dann, er werde sich dafür beim Papst einsetzen, dass die Sache an einen deutschen Bischof übergeben wird, der dann mit Luther weiter verfahren soll. Anfang Januar erhält Luther auch die Antwort von äh, Pirerias, der ja dieses Gutachten in drei Tagen erstellt hatte damals. Und diese Antwort ist ebenfalls äußerst schwach. Luther ist so enttäuscht, dass er nicht einmal es für nötig hält, darauf zu antworten, sondern stattdessen macht er das, was er auch schon vorher mit äh, den Werken von Pirerias getan hat. Er veröffentlicht es einfach mit einem Vorwort versehen, um zu zeigen, wie schwach die Argumentationsgrundlage Roms ist. Ist. Am 7. Januar reist dann Luther von Altenburg zurück nach Wittenberg und zwar über Leipzig. Und dort trifft er sich mit den Theologen der Universität und erfährt, dass die Theologen äh, ihm sagen, dass die Disputation zwischen Eck und Karlstadt nicht stattfinden wird. Wir haben ja letztes Mal gesehen, dass die Universität in Leipzig gegen diese Disputation war und äh, Luther ist relativ äh, ärgerlich darüber, schreibt auch direkt an Eck. Und äh, in diesem Brief mit Eck, äh, in diesem Kontakt mit Eck, geht es unter anderem auch um Tauler noch, äh, jenen äh, äh, Autoren, den Luther so ein bisschen entdeckt hatte und der ihn auch ein bisschen so auf das Evangelium, auf die Evangeliumsschiene gebracht hatte. Eck hatte sich daran gestoßen, weil er meinte, Tauler sei in der Kirche vollkommen unbekannt und äh, Luther hat ihn jetzt ein wenig in Schutz genommen derweil ging die ganze Debatte um die geplante Disputation weiter neben den Theologen in Leipzig hat sich auch der Bischof von Merseburg eingeschaltet und versucht den Herzog Georg der ja in Leipzig für Leipzig zuständig war Davon zu überzeugen, diese Disputation abzusagen. Und Georg war äußerst ungehalten. Er sah es überhaupt nicht ein, warum so eine wichtige Disputation nicht an seiner Universität in Leipzig stattfinden könnte. Er vermutete gar, dass die Theologen lediglich faul und verfressen seien und sie sollten sich wenigstens vernünftig vorbereiten. Sie sollten ja schon gar nicht als ein Urteil fällen und so hat sich Herz, Herzog Georg durchgesetzt, er wollte unbedingt, dass in seiner Universität Leipzig, äh, Karlstadt und Eck diese Sache austragen. Ebenfalls in jener Zeit hat dann äh, Friedrich III. überlegt, ob er ein Antwortschreiben an den Papst verfassen soll und äh, wo er die bisherige Geschichte dieser ganzen Kontroverse ein bisschen schildert und äh, einige mögliche Lösungsoptionen aufzeigt, aber dieses Schreiben wird dann doch nicht ausgeführt. Ähm, und zwar aus taktischen Gründen. Friedrich III. Möchte, entscheidet sich, eine andere Taktik zu fahren. Statt sich direkt zu involvieren, möchte er möglichst passiv erscheinen und nicht involviert. Und wie sich noch zeigen wird im Laufe der nächsten Jahre, ist das eine äußerst erfolgreiche Taktik, die Luther noch sehr viel hel helfen wird. Am 12. Januar dann äh, ereilte das äh, Heilige Römische Reich Deutscher Nation die äh, wichtige Nachricht, dass Kaiser Maximilian gestorben war auf einer beschwerlichen Reise äh, zum Landtag nach Linz. Vermutlich hat er Darmkrebs gehabt und äh, als dann klar war, dass er sterben würde, hat er, und das war äh, durchaus mittelalterliche Tradition, seinen Tod regelrecht orchestriert, regelrecht inszeniert. Er hat die letzte Ölung empfangen und dann hat er ähm, das kaiserliche Siegel übergeben. Und dann hat er verboten, ihn mit seinen kaiserlichen Titeln anzureden. Und ähm, hat sich dann quasi so als Büßer präsentiert. Er hat dann verfügt, dass nach seinem Tod äh, seine Haare abrasiert werden sollen, seine Zähne ausgebrochen werden sollen und dass sein toter Leichnam gegeißelt werden soll. Das war also so diese mittelalterliche Bußvorstellung. Und äh, naja, hier haben wir ein, ein, ein Bild von ihm das relativ realistisch ist, sein totenbild das zeigte dass er doch recht krank auch gewesen ist maximilian war tot und damit war die frage wer würde neuer römischer könig werden und dann möglicherweise auch kaiser des heiligen römischen reiches es gab zwei bewerber einmal karl den Enkel von Maximilian, der schon König von Spanien war und den man in Rom unbedingt verhindern wollte. Und auf der anderen Seite Franz I., den König von Frankreich, der auch nur wenig älter war. Beide also, wenn sie gewählt werden würden, würden über längere Zeit das Reich prägen. Und beide hatten die Idee, Europa zu vereinen und äh, zu zentralisieren. Und je nachdem, ob man sich für Frankreich entschied oder für Spanien, würde das auf jeden Fall die Mächteverhältnisse in Europa deutlich verschieben zugunsten des einen oder des anderen. Ein weiterer Kandidat übrigens war auch Heinrich der Achte, der englische König, der später noch sehr berühmt geworden ist in der Reformationsgeschichte. Aber seine Kandidatur war im Wesentlichen... Aussichtslos. es beginnt jetzt ein intensiver wahlkampf zwischen den äh, beiden hauptanwärtern um die gunst der sieben kurfürsten. und äh, weil die kurfürsten so wichtig sind und weil rom unbedingt karl verhindern will, äh, beginnt man jetzt sehr viel vorsichtiger von seiten roms in der luthersache zu agieren. mitte januar ähm, kommt äh, miltitz zu friedrich dem dritten dem kurfürsten und will dessen vorschläge hören miltitz schlägt vor dass luther sich demütigen soll in rom dass er nicht mehr predigen dürfe aber dann könne er auch in sachsen bleiben und unabhängige Gerichte würden dann über ihn ähm, ja, das urteil sprechen und miltitz warnt den kurfürsten und sagt die kirche habe bisher immer gegen ihre gegner gewonnen und luther soll einfach dieses neue dogma zum ablass anerkennen. Und äh, auch äh, Spalatin, der mischt sich ein und, und fragt jetzt den Miltitz, wie weit soll denn der Widerruf gehen? Also man versucht am Hof von äh, Friedrich dem Dritten durchaus verschiedene Optionen ähm, durchzuspielen. Äh, Spalatin sagt auch, wenn es einen Verhandlungsort geben soll, dann muss der neutral sein. Luther selbst ist durchaus auch zu dieser Zeit noch zum Widerruf bereit, wenn man ihm seine Irrtümer aufzeigt aus der Bibel. Und er selbst benennt drei mögliche unverdächtige Richter, den Erzbischof in Trier, den, den Erzbischof von F Salzburg oder auch den Bischof von Naumburg und Freising. Und in diesem Gespräch fügt dann der Luther noch ein bisschen Frech hinzu. Dass die Unterdrückung von wahren Christen schon seit der Zeit des Arius bekannt sei und das ist natürlich eine Anspielung auf die Verfolgung der Antitrinitarier zur Zeit des Kaisers Konstantin. Und das war natürlich etwas über das Ziel hinausgeschossen. Luther macht sehr deutlich, dass er das neue Ablassdogma ablehnt, weil es sich nicht auf die Bibel gründet. Und wenn er jetzt dem zustimmt, dann würde das vielen kritischen Anfragen. Äh, nur Vorschub leisten. Ebenfalls im Januar hat Luther über die Ehe gepredigt und äh, da zeigt sich, dass er noch ein recht... Konventionelles äh, Verständnis hatte. Die äh, Sexualität ist bei ihm auch noch mit Sünde durchaus behaftet, obwohl die Ehe ein wertvolles Sakrament ist. Das Ziel der Ehe für Luther war zu diesem Zeitpunkt, dass man Kinder bekommt und die erzieht. Und hier zeigt sich schon ein bisschen Neues im, im Denken Luthers, obwohl die Erziehung sehr streng sein soll. Äh, ist eine gute Erziehung besser als Wallfahrten? Also mit anderen Worten, statt äh, diese von der Kirche verordneten Werke zu tun, sollte man lieber viel äh, Energie in die Erziehung hinein investieren und dadurch wird die Ehe durchaus auch aufgewertet. Die ist nicht mehr so nebensächlich neben der Ehelosigkeit der Kleriker. Ebenfalls im Januar verfasste Luther auf den Wunsch Spalatins eine kleine Schrift mit dem Titel eine Unterweisung, wie man Beichten soll. Die wird zunächst nicht gedruckt, sondern handschriftlich verbreitet. Spalatin wünscht sich sogar noch eine Vorlage für das Fürbittegebet für die Toten, aber Luther zögert damit, weil er eigentlich nicht immer noch mehr Vorschriften und Regeln im kirchlichen Leben haben möchte. Das ist ihm eigentlich zuwider. Im Januar verlässt äh, nach wenigen Monaten der hebräisch äh, Professor Beschenstein, von dem wir auch schon in einer Folgen, Folge gehört haben, die Universität in Wittenberg. Und Philipp Melanchthon, jung und äh, äh, begnadet wie er ist, äh, springt dafür ein und unterrichtet neben Griechisch jetzt auch noch Hebräisch und das mit großer <laughs> Brillanz. Am äh, 20. Januar ungefähr äh, hat dann auch Tetzel sich mit Miltitz und Unterhalten, äh, als dieser durch Leipzig gereist ist. Also, auch die waren miteinander im Kontakt. Erst am 24. Januar hat dann Friedrich III. vom Tod des Kaisers erfahren. Damals gingen die Nachrichten nicht so schnell. Und äh, Kurfürst äh, Friedrich III. ist in dieser Zeit ohne Kaiser äh, gemeinsam mit dem pfälzischen Kurfürsten der Reichsvikar, also quasi der Stellvertreter. Das zeigt schon seine besondere Rolle auch innerhalb der Kurfürsten. Und das bedeutet jetzt erstmal, ist ihm klar, äh, die Kirche wird nicht mehr wirklich erstmal gegen Luther, oder zumindest das Heilige Römische Reich wird nicht erstmal gegen Luther vorgehen. Und Kursachsen äh, hat plötzlich sehr viel mehr Spielraum in der Luther-Sache. Am 28. Januar kommt es zu einem kriegerischen Vorfall. Ulrich von Württemberg, der Herzog, überfällt die Reichsstadt Reutlingen und das führt zum Krieg mit dem Schwäbischen Bund. Eine Sache, die auch Luther dann noch kommentiert hat, wie wir nachher gleich sehen werden. Am 1. Februar lädt dann die Universität Leipzig-Karlstadt offiziell ein zur Disputation. Szene knirschend, denn Herzog Georg hat sich durchgesetzt und die Universität muss sich beugen. Früh im Jahre. 1519 wird auch Martin Buzer ähm, mit 27 Baccalaureus in Heidelberg. Er war ja seit der, ähm, der Disputation in Heidelberg im, äh, im Frühjahr 18, äh, 1518 ein überzeugter Lutheraner und hat das auch damit nicht hinter dem Berg gehalten in äh, seinen Studien in Heidelberg. Anfang Februar beginnen die Vorverhandlungen zur Kaiserwahl und Friedrich III. macht sehr deutlich, dass er keine politische Beeinflussung wünscht. Und das war natürlich an der Tagesordnung, dass alle Seiten versuchen, irgendwie auf die Kurfürsten Einfluss zu nehmen. Und Friedrich III. macht sehr deutlich, dass auch Rom sich bitte nicht einschalten äh, sollte. Cayetan war natürlich immer noch im Land der Legat für die päpstlichen Interessen. Und er wirbt selbstverständlich für den französischen König, für Franz den I. Als neuen Kaiser und später sendete das Papsttum auch noch den Nuntius Orsini, um dieser ganzen Forderung mehr Nachdruck zu verleihen. Anfang Februar ist der Galater-Kommentar von Luther fertig. Ein Projekt, das ihm sehr am Herzen lag, wie wir schon gesehen hatten in früheren frühen Folgen, äh, weil im Galaterbrief er eine besondere, gu gute Gelegenheit äh, gefunden hat, diese neuen Ansichten des Evangeliums, die er wiederentdeckt hatte, zu präsentieren. Und er widmet diesen Galaterkommentar seinen Wittenberger Kollegen, nämlich äh, insbesondere Lupinus und Karlstadt. In dieser Zeit erfährt Luther auch von den zwölf Thesen, die Eck verfasst hat. Und er ist sehr empört. Weil nämlich Eck in Wirklichkeit ja ihn angreift und gar nicht Karlstadt. Und äh, Luther ist sich bewusst, es wird jetzt immer mehr um die Frage des Papstes selbst gehen. Er hat sich seit Ende 1518 immer mehr mit dem Thema befasst und äh, er sagt in diesem Zusammenhang folgendes: Wenn Rom schon trauerte über die sterbenden Ablässe, was wird es erst tun, wenn seine Dekrete den Geist aufgeben? Mit anderen Worten, äh, Luther selbst. Äh, Geht immer weiter weg von der Ablassfrage zu den mehr grundsätzlichen Fragen, dem Kirchenrecht, der ganzen Grundlage des Papsttums. Und äh, weil er sich herausgefordert fühlt, in diesen zwölf Thesen von Eck, die zwar formal an Karlstadt gerichtet sind, aber vor allem Themen behandeln, die Karlstadt nie angefasst hat, sondern Luther, formuliert jetzt Luther Gegenthesen gegen Eck. Und da geht es unter anderem auch um die Frage, ob ein Mensch nach seiner Bekehrung immer noch mit Sünde zu kämpfen hat, was die mittelliche Kirche ja ablehnt. Weil Luther sagt, ja, die Sünde dauert an, auch in einem Christen. Er bleibt dabei, das Fegefeuer ist eigentlich die Verzweiflung. Er leugnet, dass der Schatz der Kirche der Schatz des Ablasses ist. Und er sagt, es ist unbewiesen, dass der Papst Sündenstrafen aufheben kann. Und dann sagt er einen Satz, der stellt sich als Bombe heraus in den nächsten Wochen und Monaten. Er sagt, dass die römische Kirche über die anderen gestellt sei, wird bewiesen aus den ganz kalten Dekreten der römischen Päpste, die in den letzten 400 Jahren entstanden sind. Gegen sie stehen die anerkannte Geschichtsdarstellung von 1100 Jahren, der Text der Schrift und das Dekret des für alle heiligen Konzils von Nikea. In Nikea hatte man damals noch 325 beschlossen, dass die verschiedenen Patriarchen von Konstantinopel, von Jerusalem, Atioch, Alexandria und Rom gleichgestellt sind. Und dass Rom die absolute Oberherrschaft habe, sagt Luther jetzt, gibt es erst seit 400 Jahren. Und das ist natürlich eine... Bombe, weil er damit sagt, es gibt nie die, die Vormachtstellung Rom basiert lediglich auf römischen Dekreten, die erst einige hundert Jahre alt sind und ist nicht so selbstverständlich, wie man das gerne haben möchte. Luther ist bei alledem immer noch im Glauben, dass die Universität eigentlich die Disputation ablehnt und äh, versucht dann dementsprechend äh, da auch noch einzuwirken, dass es doch stattfinden kann. Er veröffentlicht diese Gegenthesen übrigens, ohne sich mit Leipzig vorher abgestimmt zu haben. Am 5. Februar berichtet dann äh, Miltitz, dass er äh, einen entsprechenden Bericht über die Verhandlungen mit Luther nach Rom gesandt habe. Und äh, wenn Luther sich jetzt ruhig verhält, geht alles gut aus. So war die Meinung des 28-jährigen Karl von Miltitz, von dem viele Historiker glauben, dass er die ganze Tragweite der Angelegenheit gar nicht richtig... Überblickt hat. Er war ja mehr so ein Lebemensch gewesen. Am äh, 7. Februar hat dann Luther sich an Spalatin gewarnt und ein bisschen berichtet über das, was gerade in der Diskussion mit Eck so vor sich geht. Er schreibt hier: Übrigens hat unser Eck das Ruhmtierlein. Also, äh, das, äh Typisch Luther, einen Zettel herausgegeben, in dem er nach Ostern zu Leipzig wieder Karlstadt disputieren will. Und da der Mensch in seiner ungereimten, krummen Handlungsweise, seiner schon lange gegen mich gefassten Gehässigkeit genug tun will, so stürzt er sich gegen mich und meine Schriften. Am 14. Februar schreibt der Buchdrucker Froben aus Basel, dass schon 600 Exemplare der äh, Gesamtausgabe der Werke Luthers, die, die Froben letztes Jahr begonnen hatte, 1518, nach Frankreich gegangen sei und nach Spanien gegangen sei. Und überall finden die, findet diese Gesamtausgabe, diese frühe Gesamtausgabe der, der bisherigen Werke Luthers, große Zustimmung. So zum Beispiel auch an der Pariser Universität äh, in äh, der Sorbonne. Manche Exemplare sind auch nach Italien gegangen, nach England, nach Brabant. Die erste Ausgabe, die erste Edition, ist schon beinahe vergriffen. Und auch die Akte Augustana, das heißt die Protokolle von dem Verhör in Augsburg, werden von Froben nachgedruckt. Und dieser Froben, der setzt sich dafür also ein, dass Luthers äh, Werk, das bisher so entstanden ist, in der ganzen Welt sich verbreitet. Und er hätte es auch gern weitergetan, wenn nicht Erasmus. Von Rotterdam, der ebenfalls von Froben verlegt wird, jetzt Druck macht und aus vermutlich politischen Gründen ähm, Froben quasi anordnet, unter Druck setzt, nicht mehr Luther zu drucken und zu verlegen. Also hier sehen wir, wie sehr Erasmus eigentlich auch ein politisch denkender Mensch war und hier so ein bisschen die Verbreitung der Schriften Luthers unterdrückt hat. Am 15. Februar beschwert sich dann die Leipziger Universität beim Herzog Georg darüber, dass Luther sich einmischt, der doch offiziell gar nicht bei der Disputation dabei sein soll, weil es doch eine Disputation zwischen Eck und Karlstadt sein soll. Am äh, 18. Februar hat dann Luther sich erneut an Eck gewandt und ihn heftig kritisiert. Und das geht schon in der Begrüßung los. Man lasse sich das mal auf der Zunge zergehen, wie Martin Luther hier Eck begrüßt. Martin Luther, Augustiner zu Württemberg, wünscht dem hochgelehrten Theologen Johann Eck, Pro-Kanzler der Universität zu Ingolstadt, seinem oberen Christus, Heil. Ja, was wünscht er ihm? Heil und, dass er endlich ablasse, das christliche Volk zu verführen. Also hier sieht man, die Freundschaft ist völlig zerbrochen und. Luther wirft ihm vor, dass Eck nicht für die Sache Gottes kämpfe, sondern eigentlich nur für seinen eigenen Ruhm, um sich selbst hervorzutun und dafür selbst über Leichen gehe. Gleichzeitig schreibt auch Eck an Luther, also die Briefe kreuzen sich quasi nur einen Tag später schreibt er und die kommen dann jeweils später an. Und äh, in diesem Brief gibt jetzt Eck ganz freimütig zu, dass er mit den zwölf Thesen gegen, Luther, gegen Karlstadt eigentlich Luther gemeint habe. Und äh, er fordert jetzt äh, Luther auf: Beuge dich dem Papst. Und äh, die Kirche kann er nicht all die 400 Jahre lang geirrt haben. Ja, beuge dich. Am selben 19. Februar entschuldigt sich dann äh, Luther bei Herzog Georg äh, für seine vermeintliche Einmischung in die Sache. Und er sagt, er habe angenommen, dass er sowieso zugelassen werde für die Disputation, weil er ja der eigentlich von Eck attackierte ist. Und entsprechend äh, schreibt er auch an die Universität und versucht dort die Wogen zu glätten. Die Universität stimmt dann zu, ja, man äh, könne Luther für die Disputation mit dazu nehmen, man wolle aber auf jeden Fall erst die Einwilligung von Eck dazu haben und am Ende äh, soll der Herzog entscheiden. Der will allerdings erst die Einwilligung von Eck schriftlich haben. Und die lässt auf sich warten, die kommt einfach nicht, und so hängt Luther so ein bisschen in der Schwebe. Er weiß nicht, ob er zur Leipziger Disputation überhaupt zugelassen werden wird. Am 20. Februar schreibt dann Luther erneut an Spalatin wieder über Eck. Unser Eck, welcher seine Unsinnigkeit wieder mich bisher gar schön versteckt hat, hat sie endlich an den Tag gegeben. Siehe, was es für ein Mensch ist. In dieser Sache werden wir uns in nichts dienlich sein, weder der Ex sich noch ich mir. Also mit anderen Worten, diese Disputation wird keinem wirklich nützen für die Karriere oder für sonst etwas. Aber er sagt, es scheint mir, dass Gottes Rat hier ausgeführt werde. Also, Luther hat dieses Bewusstsein, dass diese Diskussion, diese, dieses Streitgespräch mit, mit Eck in Wirklichkeit eine Vorhersehung Gottes ist und dass Gott hier etwas Großes vorhat. Er führt dann weiter aus in den Brief und da deutet er schon an, was jetzt auf die Welt zukommen wird. Ich habe öfters gesagt, dass ich bisher gespielt habe. Nun, für viele ist der Luther jetzt schon zu extrem gewesen. Wir haben ja gesehen, wie. Capito, das Scheuel versuchen ihn einzuhegen und wieder zu besänftigen. Aber Luther sagt, bisher habe ich nur gespielt. Jetzt wird endlich Ernst gemacht werden, wieder den römischen Papst und die römische Anmaßung. Das zeigt schon, in welche Richtung Luther eigentlich jetzt schon denkt. Er erwähnt übrigens in diesem, in diesem Schreiben auch den Krieg zwischen Württemberg und dem Schwäbischen Bund und sagt, das ist ein Anfang von Übeln. Eine durchaus auch apokalyptisch gemeinte Phrase. In der Zeit erhält Luther auch äh, Nachrichten von Capito und der sagt ihm: Luther, wenn äh, alles schief läuft und du nicht mehr weißt, wo du hingehen kannst, sei dir sicher, in der Schweiz findest du Asyl. Das bieten wir dir an bei freunden kannst du da unterkommen und das äh, zeigt also wie sehr man sich auch sorgen gemacht hat um das äh, wohlergehen von luther in der zeit ungefähr erreichen die schriften von luther auch zürich durch diese ausgabe von froben in basel äh, kommt sie nach äh, in, die, in, die, in die schweiz und der äh, zwingli beschäftigt sich jetzt erstmals intensiv mit Luther und das zeigt also, dass er seine, sein eigenes Reformationsprogramm, das Evangelium, ganz unabhängig von Luther eigentlich entdeckt hat und hier zwei Bewegungen quasi zeitgleich, aber doch mehr oder weniger unabhängig voneinander entstanden sind, was wiederum zeigt, wie sehr Gott das orchestriert. Zwingli hat das übrigens immer wieder auch betont, dass er sein Evangelium oder das Evangelium aus der Bibel entdeckt hat und nicht äh, von Luther einfach nur gelernt hat. Und sie waren sich dessen bewusst, dass hier Gott am Wirken war. Während also, wie gesagt, die Ausgabe in Basel erstmal vorerst gestoppt war, äh, gibt es an anderer Stelle Möglichkeiten, ähm, Luthers Werke zu verbreiten. Matthias Schürer drückt, druckt in Straßburg die Gesamtausgabe aus Basel einfach nach. Auch äh, Christoph Scheuer. Ähm, stellt fest, diese Gesamtausgabe von Froben wird überall mit großer Zustimmung gelesen, so zum Beispiel auch in der Diözese Speyer. Also gerade jetzt in dieser Zeit verbreitet sich noch einmal das, ähm, das Gedankengut von Luther sehr, sehr systematisch und viele Menschen werden jetzt erst langsam, wird, wird erst erst bewusst, was da eigentlich vor sich geht ebenfalls im äh, februar äh, wenden sich luther und auch der kanzler der universität in württemberg bernhardi an den kurfürsten und äh sie unterbreiten diese reformidee die sie schon im dezember ausgeheckt haben dass nämlich eine ganze reihe von vorlesungen entfallen sollen. nicht alle magister in der universität sind damit einverstanden verständlicherweise gerade diejenigen deren eigene lehrstellen betroffen sind aber luther sagt es sei wichtiger dass die ausbildung auf höchstem niveau ist als dass man einfach nur die stellen für lehrer erhält und äh, so äh, wird auch hier die universität weiter umgestaltet ähm, die scholastik verliert enorm an Einfluss, das ist quasi fast nicht mehr gegenwärtig in Wittenberg. Und äh, die modernen Fächer wie, wie Hebräisch und Griechisch und die Bibelfächer ähm, und all das äh, nimmt viel größeren ähm, Platz jetzt ein. Außerdem wünscht man sich eine bessere Druckerei, die bisherige kommt dem den Bedürfnissen einfach nicht nach. Luther beklagt sich im Februar auch darüber, dass Staupitz nicht schreibt äh, und er fühlt sich so ein bisschen alleine gelassen von ihm. Er würde ihn gerne sehen, aber daraus wird vorerst erst einmal nichts. Im Februar senden auch Theologen aus äh, Löwen. Einige Ausschnitte, Exzerpte aus dieser Gesamtausgabe nach Köln. Köln ist ja eine Hochburg des, äh, des römisch treuen Katholizismus und die sollen das prüfen an der theologischen Fakultät, was der Luther da geschrieben hat. Aber ähm, in Köln ist diese Gesamtausgabe noch gar nicht vorhanden, die muss erst noch besorgt werden. Luther beginnt dann im Februar auch mit einer Neubearbeitung seiner Auslegung des äh, Vater. Unser. Am 21. Februar kommt es zu einer wirklich tragischen äh, Angelegenheit. Die Regensburger Juden werden vertrieben. Das hat auch damit zu tun, dass ein späterer Reformator, Balthasar Hubmeier, dort äh, sehr antisemitisch auftritt und äh, die Synagoge wird zerstört. Ein echter Schandfleck auch in der Geschichte der Stadt Regensburg. Und äh, am 24. Februar macht sich Spalatin Sorgen und er fragt bei äh, Luther nach, warum er immer deutlicher gegen den Papst Selbststellung bezieht und das, obwohl die anderen Wittenberger Kollegen, also Lupinus und Karlstadt vor allem auch und äh, Amsdorff, in diese Sache gar nicht mit Luther übereinstimmen. Und Luther erklärt sich jetzt am 24. Februar brieflich. Er sagt, ich habe noch gar nicht alles gesagt, was die Bibel... Über Rom sagt, denn mir scheint, sagt er, dass die Bibel in wirklich, dass Rom in Wirklichkeit das apokalyptische Babel ist, das Babylon aus der Offenbarung. Und er sagt, ich fürchte mich nicht, die Wahrheit kann nicht untergehen. Wenn du möchtest, dass ich als Theologieprofessor bleibe, dann muss ich auch die Wahrheit sagen können. Und wenn mich meine Freunde verlassen, wird die Wahrheit doch nicht äh, untergehen und ich äh, werde für die Wahrheit einstehen. Er bezieht sich hier auf äh, Stellen Offenbarungen wie in Offenbarung 14, Vers 8. Ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem von ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Oder Offenbarung 17, Vers 2 und 3. Die Frau, die in Purpur und Scharlach gekleidet ist, übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen. Und Sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis Babylon, die große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und Luther sagt, das bezieht sich höchstwahrscheinlich auf die römische Kirche. Und er erklärt auch, was er mit seiner Bombenformulierung in den Thesen gegen Eck äh, gemeint hat, mit dieser äh, Idee von den 400 Jahren Papsthoheit. Er sagt, er wisse auch, dass es ähm, ältere Quellen gebe, aber er wolle Eck eine Falle stellen, denn wenn Eck diese alten Quellen äh, aufgreift, dann werde er zeigen, dass Grazians. Kirchenrechtssammlung eine Privatarbeit ist, also er will da auch strategisch vorgehen in seiner Argumentation. Und für Luther ist eigentlich die Papstgewalt gar nicht das eigentliche Problem, sondern vor allem die falsche Bibelauslegung, die zur Begründung herangezogen wird. Dann Ende Februar äh, muss er wie vereinbart die die quasi Entschuldigungen äh, veröffentlichen. Der Unterricht auf etliche Artikel, die ihm von seinen Abgönnern aufgelegt und zugemessen werden, wo er also sagte, ich äh, wollte nicht gegen Rom kämpfen, was er ja damals in, äh, in Altenburg mit Spalatin und äh, mit Miltitz ausgemacht hat. Und er sagt hier also ganz deutlich, man soll der römischen Kirche folgen und meine Schriften sind nicht gegen sie eigentlich gerichtet gewesen. Und er erklärt noch einmal, dass dann äh, was er mit dem Ablass eigentlich wirklich gemeint hat und quasi sagt durch die Blume, naja, man. Kann den Ablass zwar schon haben, aber nur für den dritten Teil der Buße und er ist weniger wert als gute Werke und äh, freigestellt. Also, er versucht hier eine Kompromissposition äh, zu finden, irgendwie diesen Frieden zu wahren, den man in Altenburg versucht hat zu konstruieren. Er sagt, die Gebote der Kirche sind zu achten, aber immer wieder schränkt er das ein und Bringt es in eine Perspektive, sagt das Gesetz Gottes ist wichtiger, und eigentlich sollte man die Gebote der Kirche reduzieren. Also Luther geht so weit, wie er irgendwie gehen konnte, aber es wird schon deutlich, das ist eigentlich nicht das, was Miltitz und schon gar nicht, der Papst, sich erhofft haben von dieser Schrift. Er sagt dann, gute Werke sind wichtig, aber sie können nur die von einem gerecht gefertigten, Gerechtfertigten getan werden, denn ohne Gnade sind gute Werke immer Sünde, und er präsentiert eigentlich seine Theorie, wenn auch in sehr konzilianter Form. Dann sagt er diesen interessanten Satz, auch Gott hat an den Demütigen gefallen, nicht an den Sicheren. Und äh, dann beginnt er sich noch einmal richtig auf die Disputation in Leipzig vorzubereiten, indem er Kirchenrecht studiert, Kirchengeschichte äh, liest und immer mehr Material entdeckt, das seine These stützt. Ja, er ist selbst noch einmal richtig überrascht, er ist schockiert über das, was er in der Kirchengeschichte und im Kirchenrecht... Findet. Und äh, der Spalatin, der weist äh, die Luther darauf hin, noch einmal, äh, erinnere dich, wir haben abgemacht, halte still. Nicht wahr? Halte still, das war die Abmachung mit äh, Miltitz. Und am 13. März schreibt dann Luther folgenden berühmt gewordenen äh, Satz an Spalatin: Ich gehe auch die Dekrete der Päpste durch für meine Disputation und ich sage es dir ins Ohr, also geheim, ich sage es nicht weiter. Ich weiß nicht, ob nicht der Papst der Antichrist sei oder sein Apostel. Bumm, das ist die Bombe. Ähm, zum ersten Mal nimmt Luther das äh, Wort in den Mund. Der Papst ist vielleicht selbst der Antichrist aufgrund seines Studiums der Kirchengeschichte. Sogar jämmerlich, das ist die Wahrheit, wird von dem Christus verderbt und in den Dekreten gekreuzigt. Er, es martet mich außerordentlich, dass das Volk Christi durch das Vorgeben des Gesetzes, der Gesetze, und des Namens Christi so getäuscht wird. Halten wir fest, Luther kam auf diese Idee nicht durch ein Studium, Studium von Daniel und Offenbarung, der Prophetie, sondern durch ein Studium des Evangeliums und dann den Vergleich, äh, wie die Kirche mit dem Evangelium umgeht. Und er sagt, die Kirche kreuzigt das Evangelium, sie kreuzigt Christi in dem Kirchenrecht, und deswegen ist der Pastor vermutlich der Antichrist. Und äh, was ihn besonders nervt, ist, dass das Papst mal den Anschein erweckt, das wahre Evangelium zu verkündigen. Und deswegen äh, martert es ihn so. Und äh, der Luther macht dann äh, den Kurfürsten auf eine heikle Situation aufmerksam, er, der Pirias. Hat ihm geschrieben, aber aufgrund der Altenburger Abmachung darf er jetzt ja nicht antworten und das könnte vielleicht missverstanden werden. Also keine leichte Situation. Und Luther hat noch einmal die Gelegenheit ergriffen, den Aristoteles scharf zu kritisieren, dessen Werke seien total unnütz. Und wir erinnern uns, das wäre ja eigentlich ursprünglich sein Hauptkampf gewesen. Eck bringt dann am 14. März seine zwölf Thesen noch einmal heraus, die er gegen Karlstadt. Äh, gerichtet waren, aber jetzt sagt er in dieser neuen Edition, na, sie sind eigentlich schon gegen Luther auch gerichtet. Trotzdem will er mit äh, Karlstadt disputieren und äh, fügt auch noch eine These hinzu, die gegen Karlstadt gerichtet ist, die er angeblich vorher vergessen hätte. Er sagt, die Freundschaft habe ich nicht gebrochen, denn wer ein Feind der Kirche ist, kann ja gar kein Freund sein. Und ich, so nach dem Motto, ich, wie kann ich mit Luther überhaupt Freund gewesen sein? Er, so sagt äh, Eck, hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Papst zu schützen. Für den Psalmenkommentar von Luther schreibt dann Melanchthon ein Vorwort und sagt dort interessanterweise, dass nach 400 Jahren Gefangenschaft der Kirche jetzt wieder Hoffnung auf Freiheit bestünde. Die Scholastik habe alles in die Starre geführt, aber jetzt kehre man zur ursprünglichen Theologie zurück. Und. Ähm, Melanchthon sagte, das liegt vor allem an den Exegeten Erasmus, Reuchlin, Capito, Ökolampard und Karlstadt, alles sehr bekannte Namen hier aus unserer Serie. Aber der vielleicht beste Ausleger der Psalmen ist Luther und in den Psalmen geht es ja vor allem auch um das Evangelium. Im März äußert sich Zwingli zu der ganzen Luther Angelegenheit und sagt gegenüber Beatus Renanus, dem Humanisten, dass er Luther bewundert dass er vor Kajetan im, im Herbst nicht eingeknickt sei und diese Standhaftigkeit sei ihm ein, ein Vorbild. Am 22. März beginnen dann vier Theologieprofessoren in Köln mit der Prüfung der Schriften Luthers. Und ähm, Luther widmet dann seinen Psalmenkommentar, für den ähm, Melanchthon äh, das Vorwort geschrieben hat, er widmet diesen Kommentar dem Kurfürsten. Obwohl er diesen Kommentar gar nicht Kommentar nennt, sondern nur Arbeiten über die Psalmen. Und er sagt: Ich brauche dich nicht rühmen, Kurfürst Friedrich, weil jeder weiß, wie sehr du dich um die Wissenschaft bemüht gemacht hast. Ich muss dir auch nicht danken, weil ich mit meiner ganzen Angelegenheit dir nur Ärger eingebracht habe. Aber aus echter Liebe zu dir möchte ich dir das widmen, weil ich weiß, dass die biblische Botschaft dich interessiert und dass du diese kalten, formalen, scholastischen Predigten ablehnst. Am 28. März schreibt dann Luther auch an Erasmus von Rotterdam und äh, er lobt Erasmus sehr und er versucht irgendwie so ein bisschen eine Brücke zu schlagen, sich diesem Humanisten anzunähern und ähm, macht ganz deutlich, dass er Erasmus sehr viel höher ansieht als sich selbst und er buhlt förmlich um die Anerkennung von Erasmus, der sich allerdings erst einmal nicht an Luther äh, zurückschreibend wendet. Am 29. schreibt dann, im Gegensatz dazu, der Papst selbst an Luther. Er nennt ihn geliebten Sohn und er schreibt ihm, er sei so erfreut darüber, dass Luther bereit sei, in der Ablasssache zu widerrufen. Und äh, da, um das ganze Ding festzumachen, soll er doch gleich nach Rom kommen, um da noch einmal den, äh, wirklich richtig zu widerrufen. Äh, offensichtlich hat wohl Miltitz Luthers Aussagen äh, sehr verzerrend wiedergegeben. Und. Äh, vermeintlich hätte Luther eingesehen, alles wäre falsch gewesen und so glaubt der Papst kurzzeitig, Luther wäre zum Widerruf bereit. Aber Luther hat diesen Brief vielleicht gar nicht erhalten und er ist dann auch schon bald überholt gewesen. Ende März hat dann Luther einen Sermon, eine Predigt. Veröffentlicht über die Betrachtung des Heiligen Leidens Christi. Gerade zur Passionszeit äh, war es ja gang und gäbe, sich mit äußeren Riten zu beschäftigen. Und Luther sagt: Nein, wir sollten über das Evangelium nachdenken. Wir sollten über Christus nachdenken, was er von seinem Kreuz getan hat. Und das ist die wahre Art und Weise, wie man die Passionszeit verbringen sollte. Zu Ostern vertritt Thomas Münzer den Prediger Franz Günther in Jüterbog. Franz Günther war so der erste lutheranische Prediger. Außerhalb von Wittenberg, der so ganz systematisch das Evangelium gepredigt hat und dafür sehr viel Attacke erlitten hat von den Franziskanern und sich jetzt erst einmal zurückgezogen hat. Aber Münzer kommt und er führt das Werk von Günther weiter und schon bald beschwert man sich auch über Münzer. Aber Münzer folgt nicht einfach Luther, sondern Münzer hat so seinen, seinen eigenen Ansatz und er hat sich viel auch mit der Mystik beschäftigt und er fängt an, so diese Rolle von Träumen und Visionen zu, zu erfragen und, 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 und hat diese Sehnsucht nach einer ursprünglichen äh, Form des Christentums. Er hat sich sehr viel mit dem frühen Christentum beschäftigt und sehnt sich auf diese Zeit zurück, wo äh, quasi noch prophetische Gabe da gewesen ist und er pflegt auch eine sehr enge Korrespondenz mit Karlstadt. Dann im Frühjahr beauftragt Kurfürst Friedrich III. einen jungen Mann, nämlich Justus Jonas, der in Erfurt an der Universität ist, einer der großen Nachwuchswissenschaftler und Theologen der damaligen Zeit. In, Uni, in Erfurt und Kurfürst Friedrich III beauftragt ihn, Friedrich hat mittlerweile auch über Erfurt die politische Kontrolle, er soll nach äh, Holland reisen, Erasmus äh, besuchen, vielmehr in Belgi äh, heutigen Belgien in Löwen, und äh, eine Vermittlung zwischen Erasmus und Luther herbeiführen, denn so sagt sich der Kurfürst, wenn der große und allseits geschätzte Erasmus sich auf Luther's Seite stellt, dann wird die ganze Sache einfacher und so trifft auch äh, Jonas den äh, ähm, Erasmus und der sagt ihm zumindest Justus wende dich der wahren Theologie zu höre nicht auf die die nur Menschenmeinung äh, predigen aber wie es seine Angewohnheit ist hält er sich doch sehr zurück und ist sehr zurückhaltend was die Luther Sache angeht. Aber eins ist deutlich: Der Kurfürst sucht nach Wegen, aus diesem Dilemma äh, herauszukommen und seine Chance, die er gerade hat, äh, aufgrund der politischen Lage äh, zu agieren, diese Chance zu nutzen. Ob es ihm gelungen ist und was vor allem auch aus der geplanten Disputation in Leipzig geworden ist, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Wenn es dann heißt, der Weg nach Leipzig, dann wird es um den April bis Juni 1519 gehen. Bis dahin wünschen wir einen Gottes reichen Segen und hoffen, dass wir bald wieder einschalten, hier auf tv.de, wenn es heißt Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation.